So, gerade aufgestanden und schon geht's weiter. Am frühen Morgen. Nur kurz einen Kaffee reingedrückt. So, ich weiß, dass wir uns vorgenommen haben, heute nochmal in die verborgene Schlucht. Das ist jetzt auch das Erste, was wir machen werden. So, da fliegen wir jetzt erstmal direkt hin. Ich weiß nicht ganz genau, was ich mir da vielleicht noch nicht angeguckt habe. Aber im schlimmsten Fall, falls ich da jetzt nichts finde, können wir noch mal in diese durch die Höhle gehen, wo die Geistermaterie war, und uns noch mal das Haus dahinter angucken. Weil da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was da drinne war. Jetzt natürlich eine Weile erstmal wieder fahren. Laterne mitnehmen, Laterne nicht mitnehmen. Wir nehmen sie jetzt einfach mal nicht mit. Für gewöhnlich müssten wir da hinten vielleicht auch noch eine finden. An Land hier dürfte eigentlich auch nicht weiter was zu finden sein. Ich weiß, wir sollten jetzt schon mal hier gleich direkt rechts lang. Ist auf jeden Fall leichter. Da gibt es noch mehr zu erkunden. Da ist auf jeden Fall in der Wand, in der Höhlenwand, ein so ein Schlafplatz, das weiß ich. Moin. Bin mir noch nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat. Das müsste ich auch noch mal genauer untersuchen. So. Wo könnten wir noch nicht gewesen sein? Vielleicht da? Da müssen wir mit einem Aufzug hoch. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht konnte ich da aber auch nicht rein. Da ist nämlich die Höhle. Gucken wir jetzt erstmal das Gebäude dort an. Da müsste es Lampen drin geben, wa? Ach, da ist noch ein Film drin. Den dürfte ich mir eigentlich noch nicht angesehen haben. Zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann.
zwei Türen. Das bedeutet, dass unter mir noch irgendwo was... Von unten komme ich da safe nicht rein. Das weiß ich. Das hat mir gar nichts gebracht. Muss ich vielleicht warten, bis das Ganze hier den Bach runtergeht, damit ich da rein kann und mir den Film hole? Das heißt, ich müsste ja jetzt vorbereiten. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich da reinkommen soll. Die Tür ist zu. Ich muss ja irgendwo unten rein. Und die Tür hier habe ich gerade aufgemacht. Die bringt mir aber auch gar nichts. Ich kann hier auch nicht durch die Löcher fallen. Ich weiß auch noch nicht, was passiert, wenn dieser Stromausfall kurz kommt. Die Dinger scheinen sich nicht zu öffnen. Na gut. Wir beobachten das Ganze, was passiert, wenn hier Sturmflut ist. Wir gucken einfach in der Zeit schon mal, wo wir uns einen Film angucken können. Das sind ja immer diese Eulenhäuser, das müsste dann da hinten sein. So, wir gucken jetzt aber nochmal orientierungstechnisch hier. Da kommen wir wieder nach unten. Ha, da kommen wir nach unten. Wo kommen wir denn da hin? Ah, gucke mal. Den Raum habe ich auch noch nicht betreten. Gibt es irgendwie einen Weg, wie wir diese Türen öffnen können? Das ist hinter dieser Absperrung, die ich da immer sehe. Genau. Hier war ich auch noch nicht drin. Liegt auch eine Laterne auf dem Boden. Das eine müsste so ein Versiegelungs, ganz links müssten wir so ein Versiegelungs für die Ketten, für den Sarg haben. Das andere, die anderen beiden sind, das sind drei verschiedene. Oder sind das alles drei, die Laternen? Einmal mit Dings, rechts mit Fokussierding, da ohne, in der Mitte ohne Fokussierding und links vielleicht von hinten? Sehen wir hier irgendwo Planeten? Vielleicht Planetenbilder suchen. Okay, der Damm müsste jetzt aber bald brechen. Das heißt, wir müssen Vorkehrungen treffen. Wir müssen... eigentlich darüber. Dann ist vielleicht auch der Film damit gemeint, dass hier noch mehr zu entdecken ist. Shit. Hier drinnen kann ich ja Movies gucken. Freshe Movie Night machen. Ah, hier habe ich auch eine Laterne. Sehr gut. Achso, Licht kriege ich von hier.
Es muss vielleicht aber auch vorbereitet sein. Die Brücke, die macht ja gleich einen Abgang hier. Dass mein Licht aber auch immer ausgeht, wenn ich so eine Laterne aufhebe. So, die Filme, falls hier welche sind, die müsste ich ja geguckt haben. Ich bringe mich da jetzt schon mal in Position. Na, die Frage ist nur, wo bringe ich mich in Position? Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Einfach hier rein? Und hoffen, dass hier irgendwas kaputt geht. Am sichersten wäre ich da drin, oder? Man sieht es leider auch so schlecht, ob der Damm jetzt schon kaputt ist oder nicht. Ein bisschen Zeit hätten wir vielleicht noch. Vielleicht kann ich mir noch mal ganz kurz die Höhle hier angucken. Hier waren wir ja auch schon mal. Ach stimmt, da mussten wir oben das Rätsel lösen. Tja. In erster Linie würde ich denken, wir müssten das Rätsel des Sterns hier lösen. Frage ist nur, woher kriegen wir hier Infos? Habe ich die Info vielleicht schon? Das ist ja auch die Frage. Habe ich in irgendeinem Film vielleicht irgendwas gesehen? Jetzt bricht der Damm. Achso, jetzt sind wir hier in dem Filmraum. Aha. Hier in dem Film dann? Vielleicht Infos darüber kriege, damit ich dann hier wieder durch kann, um hier das Rätsel zu lösen. Ha. Die Filme von hier hatte ich ja auch geguckt. Jetzt gehen wir mal schnell raus. Okay, mit diesem abgefuckten Haus passiert einfach gar nichts. Okay, da muss es irgendwie einen Weg da reingeben. Wüsste ich jetzt leider nur nicht wie. Ja, die Filme habe ich ja schon geguckt. Ach, jetzt kann ich nicht in den Bordcomputer. Fuck. Sollen wir uns jetzt nochmal reinziehen? Zwei Filme. Ich glaube, viel mehr wurde darüber auch gar nicht gezeigt, wa? Sieht man jetzt nur, wie es eingeschlossen wird, ja. Ups. Hm.
Lampe. Erklärung der Lampe. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen Grund gibt, eine Möglichkeit gibt, um die Filme wiederherzustellen. Warte mal. Wir können ja hier schlafen. Nee, können wir nicht, weil es auf der anderen Seite ist. Ich dachte jetzt, vielleicht testen wir mal, ob wir auch was rüber transportieren können in die Matrix. Also wir müssen hier irgendwie reinkommen. Das steht fest. Ich weiß noch nicht wie. Würde er mich jetzt einfach mal runterfallen lassen und mal von unten gucken, ob ich da irgendwas sehe. Nur wenn ich das mache, was mache ich dann? Wo will ich dann hin? Aber viel mehr Optionen bleiben mir jetzt. Shit. Nee, von unten komme ich da auch nicht rein. Das Dach macht halt auch keinen Sinn. Weil es tiefer gelegen ist. Es muss irgendwie möglich sein, diese Türen aufzumachen. Wie könnte ich da reinkommen? Ja, eh keine Laterne. Fuck. Na gut. Ich müsste eigentlich mir die Dia-Filme nochmal angucken. Weil ich nicht glaube, ich glaube in dem Haus dort hinten, da wird mir gesagt werden, wie ich vielleicht die Kirche aufmache, weil das macht von den Shortcuts irgendwie Sinn. Mit dem Meer zu entdecken, vielleicht aber auch dieser eine Raum gemeint, wo diese drei großen Dinger da stehen. Damit müsste ich mich auch nochmal befassen. Ich wollte ja auch dann nochmal in den Turm gucken. Es wird ja wohl auch keinen Unterschied machen, wann ich jetzt hier durchgehe, oder? Wie könnte ich dorthin kommen? Ist da vielleicht noch von der anderen Seite aus ein Weg?
halte mal ganz kurz hier an. Das müsste ja eigentlich genau. Das ist das, wo ich dann den Durchgang schaffe. Da ist das Häuschen. Ob ich irgendwo von da vielleicht da rein kann? Das würde ja auch bedeuten, ich muss da irgendwie hoch und da oben komme ich ja nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich von da, nee, von da komme ich da auch nicht hin, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, ich gucke mir noch mal ganz kurz den Turm an. Oben kam ich ja, indem ich unten durch den Geheimgang gegangen bin. Und hier unten dürfte ja jetzt auch nur das Lagerfeuer sein, da kann ich jetzt eh nichts machen. Genau. Und selbst wenn ich jetzt hier kurz mein Nickerchen mache, 2 Sekunden, dürfte sich ja eigentlich nichts geändert haben. Tja, nehmen wir den Geheimgang jetzt nochmal. Die sind halt schlafen gegangen, damit sich das da oben öffnet. Aber wenn ich schlafen gehe, dann kann ich ja nicht oben rein. Ja, das Widersprüchliche. Und in der Matrix habe ich mir das ja auch angeguckt, alles. Da ist ja nicht mein Bild. Das heißt, das muss ja in dieser Welt hier auch sein. Da ist das Bild. Da ist ein Film. Was ist auf der Kiste drauf? Weiß ich nicht. Habe ich mir den Film schon reingezogen? Müsste ich eigentlich. Im Endeffekt müsste ich irgendwie die Lampen dunkel kriegen. Wie könnte ich die Lampen dunkel machen? Damit wird es noch heller hier drin. Die eine Lampe ist aus. Warum ist die eine Lampe aus? Muss ich vielleicht auf den Stromausfall kurz warten, dass die Lichter hier ausgehen? Bin ich irgendwann nach dem Stromausfall schon mal hier gewesen? Oder während des Stromausfalls? Kommt mir jetzt erstmal plausibel vor, das Ganze. Dass ich warte jetzt, bis der Stromausfall irgendwann eintritt. Da war er. Absolut gar nichts passiert. Ich bin fast sicher, dass ich mir diesen Dia-Film schon angeguckt habe. Ich wette, ah,
kann ich nicht. Weil ich glaube, ich bin mit dem Diafilm von hier oben dann runtergesprungen. Dann bin ich da bestimmt ins Eulenhaus, nehme ich rein. Scheiße, der, kein Plan, Mann. Kein Plan. So, kann ich das auch so machen? Sehe ich dann schon, worum es da geht? Den habe ich auf Safe schon geguckt. Könnte ich ja rein theoretisch Filme auch so gucken. Weil wenn ich jetzt vordrehe, geht das vielleicht? Jetzt habe ich ja einen weitergedreht. Ah gut, da kennt man halt absolut gar nichts. Ja, kein Plan, Mann. Also ich muss irgendeinen Weg finden, um die an diesen abgefuckten Diafilm da hinzukommen. Hier war auch nichts weiter. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Schon hier hinter mal geguckt? Gar nichts. Ich meine, ja, ich könnte in der Matrix noch ein bisschen was herausfinden, vielleicht. Aber da wüsste ich halt auch nicht so richtig, wo ich da ansetze. Ich meine, die machen da irgendeine abgefuckte Zeremonie, bei der ich da absolut nicht weiß, was ich da zu tun habe. Weil die mich dann ja auch entdecken. Komme ich vielleicht durch das Bild, wenn die Stromkabel abreißen? Wird es dann vielleicht da oben dunkel drin im Turm? Aber da war ich doch locker auch schon mal drin, als der fast zusammengebrochen ist, oder? Vielleicht übersehe ich hier irgendwelche Geheimgänge noch, weiß ich nicht. Wie zur Hölle komme ich da rein? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen schon wieder nicht?
Ich habe ja auch keine Gewalt, die ich einsetzen kann. Das Einzige, was ich denke, es gibt da unten zwei Türen. Das ist eine. Das andere ist vielleicht auch einfach nur ein Abstellraum. Aber über die Tür müsste ich da ja reinkommen. Warte. Warte, warte, warte. Vielleicht ist von da drinnen so ein Lichtmechanismus. Wie soll ich das Scheißding da reinschießen? Von wo? Von da auf jeden Fall nicht. Okay. Nochmal mehr um Ecke denken. Die Dinger haben von der anderen Seite einfach nur diesen abgefuckten Mechanismus. Was haben wir hier für ein Bild? Jo, spielen die irgendwie ein Brettspiel oder was? Gesellschaftlich sind sie. So. Eulenhaus. Wir müssen wieder hoch. Ich hoffe, ich habe noch genügend Zeit, mir den Movie hier reinzuziehen. Ja. Frage ist, hatte ich jetzt irgendwo eine Laterne? Da drüben wahrscheinlich. Shit. Jetzt müssen wir hier Dings wieder machen, oder was? Dafür reicht die Zeit doch gar nicht. Das wäre fast ins falsche Höschen gegangen. Okay, warte. Ich erinnere mich. Und dann ganz rechts. No time for this shit. Hoffentlich reicht die Zeit jetzt. Oh. Okay, neuer Film. Das
das die Landeplattform, wo ich reinkomme? Fuck. Ist der verpufft, Alter? Das ist das Raumschiff anscheinend. Eingang des Raumschiffs. Okay, eine Sache leuchtet da oben irgendwie. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas damit noch abgeht. Warte. Das ist der Haupteingang. Was ist da hinten? Oben links. So, keine Ahnung, 11 Uhr. Der kann ich nicht lesen. Was? Rot ist immer nicht so gut. Das war's? Okay, da gibt's einen Kurzschluss. Das soll das sein. Es gibt einen Kurzschluss an diesem Ding. Kurzschluss. Ist das das, was hier so flackert dann oder was? Aber woher sollten, hätten die das wissen können? Ist das vielleicht schon die ganze Zeit kaputt? Warum machen die einen Film davon? Da gibt es einen Kurzschluss. Oder gab es? Vielleicht wurde der nie behoben, weil sie alle faul waren. Deswegen schaffen die auch alle nichts, weil die alle faul sind. Treibt man jetzt nicht hier, ey. Komme ich jetzt hier nicht mehr weg oder was? Hardstuck. Digga, weil die Strömung so krass ist oder was, komme ich jetzt hier nicht mehr weg? Komme ich hier nicht weg oder was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich da reingegangen bin, da nichts irgendwie habe leuchten sehen oder so. Links von dem Eingang so gesehen, wenn da unten steht, unten Eingang. Das heißt, selbst wenn da oben steht, muss ich mich nur drehen, immer noch links. Okay, vielleicht sagt uns aber auch der Bordcomputer nicht Kurzschluss, sondern keine Ahnung. Was? Höhlendurchbruch. In der verborgenen Schlucht erzeugte eine Explosion, die ein großes Loch in die Seite des Fremdlings reißt. Auf! Das checken wir aus.
der ist ja mir doch aufgefallen, oder? Wenn ich mich jetzt drehe. Oh shit. Da müsste das da hinten hier gewesen sein. Jo. Ja, das Licht bringt überhaupt nichts. Ah. Jo. Ah, hier haben die auch geschlafen, oder was? Ach, jetzt bin ich hier. Ansehen. Kann ich reingucken, okay. Habe ich jetzt nicht so viel von verstanden, was man. Sollte das mir einfach nur zeigen, dass das so funktioniert? Oh, Diafilm. Eine Lampe, die aus ist. Warum gibt es diese Beobachtungsdinger? Laterne nehmen. Laterne auch entfachen am Feuer. Das funktioniert also auch. Okay, wir haben hier unten einen Diafilm. Wir können wohin fahren? Was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Wir gucken jetzt den Diafilm. Wir stellen die Lampe hier oben schon mal rein. Oder hier hin. Wir bringen schon mal eine Lampe rüber. Kommen aber auch gar nicht mehr auf die Seite dann, wenn das jetzt gleich alles hier den Bach runtergehen sollte. Okay, war das echt nur durch so ein Ding hier? Okay, wir haben einen Diafilm.
Das eine Bild, das sagt mir schon ungefähr, worum es geht. Okay, Lampe, Zwischending und dann ausgereift oder was? Es scheint ja oben der Prototyp zu sein. Haben sie den eingesperrt? Er hat sich mit der Lampe ans Feuer gesetzt, ist eingeschlafen. Es hat nicht funktioniert. Dann haben sie das Ding genommen. Dann weiß man es nicht. Es ist auf jeden Fall noch der Raum. Dann ging da irgendeine krasse Leuchtaction ab. Ganz viel Leuchtaction. Richtig viel Leuchtaction. Ganz schwer zu sagen, was man da sieht. Und dann haben sie den endgültigen Prototypen entwickelt. Er hat ja gesagt. Das ist es. Aber wurde mir jetzt einfach nur erklärt, wie was hier funktioniert. Okay, wir testen das einmal mit der Lampe. Anscheinend das Mittelding, das scheint eine Fehlkonstruktion gewesen zu sein. Ich will es aber einmal mit dem Ding hier auch testen. Auch wenn das jetzt völlig Banane ist. Gebracht. Okay, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt einfach nur nichts gebracht hat oder ob das generell nichts bringt. Ich glaube, der Damm bricht gleich. Ich hole mir nochmal diese halbe Lampe. Wenn es da so eine gab, aber da stand irgendwas auf dem Tisch. Ich hoffe, das war der Prototyp Nummer 2. Da sind die Dinger dran. Da auch. Shit. Ah, Scheiße. Ich hätte jetzt echt gedacht. Hier müssen wir. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Okay, hoffentlich explodiere ich jetzt nicht. Junge, heilige Scheiße, jetzt habe ich mich kurz erschrocken, ey.
Versuche, den zweiten Artefakt-Prototypen zu verwenden. Er sah auch so aus, als wäre da die Hölle losgegangen mit dem Ding. Ja. Haben wir das auch abgehakt? Okay, checken wir mal kurz den Bordcomputer aus. In dem Labor. Schien erfolgreich zu sein, okay. Ja, gut. Vielleicht hätte ich das ein bisschen früher entdecken müssen. Von der verborgenen Schlucht geht's zur versiegelten Kammer. Achso, alle gehen zur versiegelten Kammer. Das heißt, das ist quasi mehr oder weniger das Endprodukt, würde ich fast sagen. Auch wenn es ein kleines Ding ist. Versteckte Kammersiegel. Eine Wendeltreppe. Ja, das ist mit dem Turm, aber ja, wie soll ich da hin? Ich weiß es nicht. Tja. Ich würde mal kurz eine Pause einlegen. Und dann machen wir nochmal ein Ding weiter. Gucken wir uns in der Pause einfach mal hier kurz Schiffslog an. Von der Größe her können wir es nicht sagen, weil das Ding ist das Größte und hierum geht es im Endeffekt. Alle Wege führen zur versiegelten Kammer. Das heißt, das ist quasi vielleicht das Letzte, das ich machen kann, weil ich erstmal rausfinden muss, wie diese Dinger funktionieren. Zwei der Lichter, die Wandmalerei lag im Dunkeln und es offenbarte sich ein Geheimgang. Habe ich das schon versucht? Mich einmal schlafen legen? Wieder aufwachen? Und dann oben gucken, ob die Wandmalerei offen ist? Das könnte auch möglich sein. Vielleicht sollte ich das mal versuchen. Die jeweils mit einem leuchtenden Kammersiegel versehen waren. Ich würde halt gerne einfach mal ein bisschen Fortschritt auch kriegen. Also ja, ein bisschen Fortschritt habe ich ja gekriegt. Aber das war jetzt kein Fortschritt für mich, weil... Wie die Dinger funktionieren und welche davon funktioniert, war mir ja eigentlich klar. Vielleicht hätte man das ein bisschen früher entdecken sollen, weiß ich nicht. Am besten erstmal hier hin. Okay. So, weiter geht's. Also, Plan, ich werde mich jetzt im Turm einmal schlafen legen, dann aufwachen und dann oben gucken, ob das Bild sich vielleicht dann geöffnet hat. Das war jetzt meine Idee. Hier ist noch. So, das könnte klappen. Vielleicht wird strommäßig irgendwas verbraucht. Die Lampen gehen aus, wenn ich wieder da bin und dann unten durch den Geheimgang. Könnte klappen. Ist dann ja auch so ähnlich wie dies machen.
Was ich mir natürlich auch nochmal angucken könnte, was bei den anderen Stationen hier ist, aber ob ich hier noch woanders rüber rein kann? Ich denke zwar eher nicht, aber wir können das auch nochmal im nächsten Run dann checken, falls ich da nichts Besseres zu tun habe. Hier an Land, schon mal die Laterne holen. Oh, ein bisschen hoch. Hey! Meine Laterne wieder. Okay, jetzt düsen wir ab zum Turm. Wir legen uns schlafen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da jetzt am schnellsten wach mache. Vielleicht einfach ins Wasser springen? Weil es ja eigentlich egal wie. So, wie der andere eben auch, schlafen gelegt. Vielleicht kann ich auch direkt am Feuer wieder wach werden, keine Ahnung. Kann ich das? So, ich würde mal behaupten, ich springe jetzt einfach hier ins Wasser. Das ist jetzt erstmal der schnellste Weg, um das herauszufinden. Hoffentlich klappt das jetzt, weil ansonsten gehen mir langsam die Ideen aus. Natürlich nicht. Die Lampe ist auch die ganze Zeit aus. Warum ist die Lampe aus? Soll mir das irgendwas verraten, warum die Lampe aus ist? Das Einzige, das ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist wirklich hier oben drinne sein, wenn Stromausfall ist, wenn der Damm bricht. Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass ich hier oben drinne war dann. Nee, lieber von oben runterspringen, ne? Es gibt mir auch keinen Hinweis. Ich könnte jetzt hier zwar nochmal hier drinnen schnell auschecken, weil ich kriege ja mit, wenn der Turm fällt. Vielleicht kriegen wir hier jetzt nochmal irgendwas hin. Weil der fehlt hier oder was?
Okay, ich könnte auch nicht nochmal ein Nickerchen machen. Scheiße, das war so plausibel, Mann. Das war einfach plausibel. Habe ich ja auch schon getestet. Da ist kein Bild. Aber kann ich vielleicht irgendwas hier verändern? Dass dann da Bild ist? Bild weg ist? Keine Ahnung. Hier ist die Mechanik. Ich weiß nicht, was mir das bringt, wenn ich mich da jetzt rüberporte. Wahrscheinlich nicht viel. Runterfahren, bringt mir das irgendwas? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ach so, das war hier. Hier war ich ja auch nur einmal. Nee, aus. Da sind wieder die Dinger das Problem. Also solange diese Lichter da an sind, werde ich da keine Chance haben. Die Lichter muss ich irgendwie auskriegen. Solange die Dinger da brennen und die auch, die Kerzen, wobei die Kerzen vielleicht noch okay sind, weiß ich nicht. Aber solange die brennen, keine Chance hier unten. Ich weiß nicht, war hier noch irgendwo anders ein Weg? Da ist kein Weg. Da geht's nur da lang. Hier wird mit Sicherheit auch nichts weiter sein. Scheiße. Kann ich mich rüber teleportieren? Will ich das? Da habe ich das angemacht, das Licht. Jetzt könnte ich zurückgehen, unterhalb des Turmes rein. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen Aufzug hier... Ich meine, ich müsste ja von oben dahin. Auch wieder Teleportierding. Da unten ist auch nichts. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte.
So, jetzt sind wir ja schon mal eine Etage höher. Über mir ist jetzt der Aufzug. Hier ist halt auch gar nichts. Ah, war ich hier schon? Bin ich jetzt einfach nur von der anderen Seite gekommen oder was? Klar war ich hier schon. Ja, sieht doch alles gleich aus hier. Also ich konnte mich jetzt hier hinporten oder was, aber nicht mehr zurück. Weiß ich nicht. Gut, da gehen mir jetzt echt die Ideen aus. Da gehen mir jetzt echt die Ideen aus. Jetzt ist der Damm gebrochen. Das ist ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Oh nö. Oh nö. Nee. Ich kann hier nicht weiter. Doch. Da war, glaube ich, auch nichts weiter. Da war dieser abgefuckte Dings. Ich erinnere mich. In die andere Richtung konnte ich auch nicht weiterfahren. Hier ist Endstation. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nichts machen konnte. Vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden, das könnte auch sein. Bild, aber Digga, was weiß ich. Weiß ich nicht. Der Zappenduster. Wollten ja jetzt eh noch mal kurz gucken. Jetzt, wo er in Schieflage ist. Ich hoffe, die Zeit reicht noch. Spring, mein kleiner Freund. Ach, jetzt kann ich ja wieder fliegen. Kommt mir so vor, als wäre ich hier nicht gewesen, als der Turm gekippt ist. Ist natürlich jetzt schon relativ lange her, das heißt, er macht eh gleich hier
Schicht im Schacht. Ja, auch keine zwei Lichter aus. Was denn jetzt noch? Jetzt habe ich alles versucht. Kein Plan, wie ich das noch machen könnte. Soll mir die Spiegelung im Wasser irgendwas verraten? Ich warte jetzt eigentlich nur, bis der Turm kippt. Ja, ich kann es mir nicht erklären. Was könnte ich noch machen? Ich kann ja jetzt auch keine Puppe unten schlafen lassen. In dem Film sieht es so aus, einer wartet hier oben in dem Raum, der reingehen möchte. Und sobald die sich schlafen legen da unten, gehen die Lichter aus. Da ich aber alleine bin, bin ich alleine? Bin ich alleine? Komisch ist ja, dass genau hier ein Platz frei ist. Wann gibt das Ding denn endlich mal? Damit wir das auch ausschließen können. Schon geil, dass man sich die Dia-Filme auch so quasi angucken könnte. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das alle Bilder dann sind, aber Digga, wann kippt das denn mal? Selbst jetzt gehen diese Scheißlichter nicht aus. Kein Plan, ey. Kein Plan.
Was? An irgendeine Sache denke ich mit Sicherheit nicht. Gut. Naja. Keine Ahnung. Tjo. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich mache mir da jetzt einfach nochmal off cam ein paar Gedanken vielleicht, wie ich das angehen könnte. Weil ich habe keinen Plan.